Heute ist die Klasse 4a mit ihrer Hortnerin Frau Tatze in die Kirche gegangen, um ein Konzert mit Organica zu machen. Der Lepper, der im Schnee gefallen ist, hat sich sehr gefreut. Ich bin so weiß. Dass wir euch da nicht mehr spielen können. Und das war die neuesten Nachrichten. Das ist doch eine Werbung. So, liebe Manneshäuser, ich heiße euch herzlich willkommen zum größten Adventskonzert bzw. Adventskonzert in Manneshausen in diesem Jahr, weil es auch das einzige ist. Ein Remote-Konzert vor Kameras, performt von der Grundschule, von der Europaschule Manneshausen bzw. von den Hortkindern der Europaschule Manneshausen, hier in der Manneshäuser Kirche. Und der Erfinder der App, mit der jetzt gespielt wird, Audanica, der Gabriel, Dr. Gabriel Gatsche, der ist jetzt auch hier. Und ja, herzlich willkommen, Gabriel. Hey, Jonas. Schön, dass wir das machen. Ich bin total begeistert, was wir so von euch gehört haben und gesehen haben. Jonas hat schon nochmal ein Video geschickt, mit welcher Begeisterung ihr Musik macht. Ja, und für uns ist das eine ganz große Sache, weil ihr zusammen mit Geschwender weltweit die Ersten seid, die auf der Audanica in der Klasse spielen und zusammen Musik macht. Und wir finden mit euch raus, wie das funktioniert, wie man das richtig gut machen muss und kann. Und das wollen wir dann um die ganze Welt bringen. Das heißt, wir sind die ersten Kinder und wir hoffen, dass ganz viele andere auch irgendwann über in der Art, wie ihr das macht und das, was ihr rausfindet, dann auch machen. Genau, wir machen das Ganze zusammen auch mit dem Wilmkreis. Und zwar mit der Frau Petra Enders, unserer Landrätin. Die hat ein Projekt für uns organisiert, das heißt Demokratie leben. Und im Rahmen dieses Projektes werden wir gefördert, um mit euch diese Workshops zu machen. Und deswegen möchte ich euch gerne euch mal erzählen, was hat denn eigentlich Demokratie und Musik zu tun? Vielleicht ganz kurz, die Audanica ist nicht nur eine Erfindung von mir, also ich habe natürlich schon ganz viel wesentlich daran erfunden, aber das hat angefangen, die Geschichte mit der Audanica, als ich so alt war wie ihr. Ihr seid vierte Klasse, richtig? Ja. Genau, und als ich in der vierten Klasse war, so alt wie ihr, waren wir in der Musikschule und mein Papa, der ist schwer krank geworden, hatte MS gekriegt und dadurch konnte er nicht mehr arbeiten, aber er hatte Zeit, mit uns in die Musikschule zu fahren und er war dann mit uns im Unterricht und hat gesehen, wie wir ganz mühsam ganz viele Zusammenhänge zwischen welche Töne gehören zusammen und was ist ein C-Dur-Akkord, das mussten wir alles lernen. Und wir hatten immer gesehen, dass es ein System gibt, wie man das ganz toll auswendig lernen kann. Und das System von meinem Papa, da steckt hier in diese ersten Zeile drin, hier drüben. Nämlich, ihr seht hier diese Buchstaben. Hier steht ein E, dann kommt ein G, ein H, ein D, ein Fis, ein A und ein Cis. Das sind also 7 Töne. Und wenn man die Töne auswendig gelernt hat, dann kann man ganz schnell die Akkorde sich zusammenbauen. Zum Beispiel kann ich jetzt einfach mal diese G, H, D nehmen, wenn ich die jetzt mal spiele hier. Dann habe ich einen G-Dur-Akkord. Oder wenn ich ein Stück weiter nach oben gehe, nach H, D, Fis. Und ich habe es ein bisschen falsch gespielt, D, Fis, A habe ich gespielt, habe ich einen D-Dur-Akkord. Wir als Kinder, wir haben einfach uns diese Reihe auswendig gelernt und dann konnten wir mit einmal, hatten wir diesen Spickzettel im Kopf, konnten unsere Musiktheorie unterwegs ganz gut machen. Genau, und das haben wir dann über ganz viele Jahre weiterentwickelt. Bis heute sind wir dran und wir wollen das auch die nächsten Jahre weiterentwickeln. Genau. Und was wir aber auch festgestellt haben, das habe ich, als ich mich mit dem System von meinem Papa beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass da ganz viele Weisheit über das Zusammenleben von Menschen ist. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, jeder Mensch ist auch wie ein Ton oder jeder Ton ist wie ein Mensch. Also es gibt erstmal ganz brummige Menschen oder Töne, dann gibt es ganz hohe und helle, dann vielleicht eher so ein bisschen mittelmäßig oder in der Mitte. Genau, und so ist jeder Mensch ist wie so ein Ton. Und auch so allein so ein einzelner Ton klingt schon wunderschön. Ja, jeder von euch ist ein wunderschöner Ton, ein wunderschöner, wertvoller Mensch. Aber so richtig toll wird es, wenn man mit anderen Tönen zusammenspielt, wenn man nicht nur einen Ton hat, sondern viele Töne. Ne? Und ich spiele jetzt mal gleich 2 Töne. Merkt ihr, da gibt sich ein ganz anderer Klang. Und so einen schönen Klang wie 2 Töne zusammen kann ein einzelner Ton nie schaffen. Und da sind wir beim Thema Demokratie. Demokratie lebt von vielen Menschen, die zusammen klingen, die zusammen spielen. Und wie in der Demokratie ist es auch bei Tönen. Es gibt Menschen, die verstehen sich super gut, die klingen dann vielleicht so.
dann gibt es Menschen, die sind wie ein Leib und eine Seele, die klingen so, die verschmelzen zu einem. Ja, da hört man gar nicht mehr, dass es zwei sind. Dann gibt es aber auch Menschen, die verstehen sich überhaupt nicht, die sind zum Beispiel wie die hier. Da gibt es dann immer eine Dissonanz. Ja, das klingt dann so ein bisschen schief. Ja, aber all das gehört zur Musik dazu. Und ohne all diese Klangkombinationen wäre die Musik sehr, sehr langweilig. Und genauso ist es auch in der Demokratie. Wir brauchen ganz viele unterschiedliche Menschen, die ganz unterschiedliche Klänge erzeugen. Und dann entsteht ein wunderschönes Musikstück. Was man hier auch lernt, ist, dass es ganz unterschiedliche Positionen gibt. Also es gibt zum Beispiel jetzt hier die Töne, die jetzt eher in der Mitte liegen, zum Beispiel die drei. Ja. Dann gibt es aber auch Töne, die unten liegen, zum Beispiel die. Oder Töne, die oben liegen. Ja. Und es ist so, dass auch jeder Mensch hat auch eine Position in der Gesellschaft. Und das ist so das, was Erwachsenwerden bedeutet, dass man immer mehr herausfindet, wohin gehöre ich eigentlich. Und es ist so, dass nicht jeder Ton zu jedem gehört. Also zum Beispiel der Ton, der gehört zu dem und dem, dann klingen die gut. Der gehört aber auch zu dem, klingen die auch gut. Aber es gibt auch Töne, da gehört er nicht dazu. Zum Beispiel da hier, zu dem. Ja. Und das ist auch so, dass ungefähr jeder Ton in unserem System, hier sind insgesamt 26 Akkorde, 24 Akkorde drin, und jeder Ton ist Teil von 6 Akkorden. Aber von den anderen 18 Akkorden ist er nicht Teil. Und das ist auch wichtig in der Gesellschaft. Man muss nicht überall mitmachen. Man muss nicht überall dabei sein. Sondern jeder hat etwas ganz Besonderes, einen ganz besonderen Platz. Und den füllt man aus. Aber wie beim Akkord ist, oder beim Ton ist auch so, dass man nicht nur einen Platz hat. Sondern du hast vielleicht 4 oder 5 Sachen, die du machst. Aber dann ist auch gut, mehr musst du auch nicht machen. Und wenn du dich auf die konzentrierst, dann bringst du einen ganz wertvollen Beitrag. Auch für das Zusammenleben. Ich könnte jetzt noch viel mehr erzählen, es ist ja kalt, aber ich glaube, ihr habt verstanden, dass es ganz viel Parallelen gibt zwischen Musik und dem, wie wir zusammen leben. Und wir wollen auf jeden Fall da auch noch viel mehr auch darüber erzählen. Das, was ihr nehmt, ist jetzt vielleicht nochmal eine Sache, die auch ganz toll ist, die man hier sieht. Ich gehe jetzt mal in den Modus, den ihr macht, nämlich den Organica-Modus. Was auch ganz wichtig ist, nämlich das Prinzip Spannung und Entspannung. Und zwar die dunklen Felder, jetzt hat euch vielleicht der Jonas schon mal erzählt, das sind solche genannte Spannungsakkorde. Das klingt so ein bisschen wie ein spannender Film. Und die Spannung muss sich auflösen in Entspannung. Und genauso auch in der Demokratie ist es so, dass wir immer Abwechslung von Spannung und Entspannung haben. Und es wäre auch sehr, sehr langweilig, wenn es nicht Spannung gäbe und Entspannung. Ja? Und aus Spannung und Entspannung entstehen dann schöne Melodien. Ganz wichtiges Prinzip, Spannung muss nicht schlecht sein, auch wenn ihr vielleicht in der Klasse Spannung habt. Das ist da wichtig, dass ihr euch dann zusammensetzt und versucht, diese Spannung aufzulösen, gucken, wie können wir eine Lösung finden. Ja, Auflösung heißt Lösung. Und dann entsteht ein ganz tolles Miteinander aus Spannung und Entspannung. Genau, jetzt habe ich viel erzählt und jetzt bin ich ganz gespannt auf euer Lied. Ja, ich glaube, dieses Miteinander mit Spannung und Entspannung, das haben wir sehr oft erlebt, ne? Wir haben viele Phasen haben wir durchlebt, so ich habe in der Vorbereitung hierauf. Und jetzt lade ich euch ein, auf die Bühne zu kommen, nehmt euch ein Tablet und wir zeigen jetzt im Konzert, was wir hier können. Thank you.
Habt ihr geübt für heute? Ich würde mal schätzen, 3-4 Mittwochs. 3-4 Mittwochs? Ja. 3-4 Mal in der Woche. Also 3 oder 4 Mal haben wir das Lied geübt. Und das könnt ihr jetzt schon richtig gut. Ja. Und viel Spaß noch. Danke.